Hallo und willkommen zurück in WoW in Legion mit meinem kleinen Krieger hier. Ja, wir sind hier wieder in der Himmelsfeste. Hatte ja jetzt dann wieder eine Woche so ein bisschen Zeit gehabt, wobei ich jetzt mit dem Krieger eigentlich gar nichts gemacht hatte. Er lief nur hier so wie Falschgeld in der Gegend rum, hat ja hier so die ein oder andere Mission hier abgeschlossen. Allerdings halt auch nicht viel mehr. Also man sieht deswegen, die leveln halt hier so ein bisschen mit. Claro. Es gibt hier immer noch eine Bonuschance, irgendwie was dazu zu bekommen. Habe ich bisher aber noch nicht gehabt. EP wurde auch schon hier verteilt. Das hatte ich auch gemacht. Artefakt macht, denke ich mal, ist immer ganz gut. Leider da haben wir nicht mehr, mehr Leute. Wir könnten mit 100% würde das ganz gut gehen. Dann brauche ich den da nicht irgendwie hier zu behelligen. Ja, außerdem konnte ich hier eine Quest halt abschließen. Das war irgendwie mit dem Typen hier auf der Seite. Ich weiß immer noch nicht, wozu das so gut ist. Halt hier vom Einar, dem Runenmagier. Ja, keine Ahnung, was er da erzählt. Man kann hier irgendwelche Sachen hier freischalten. Keine Ahnung. Hatte ich jetzt hier Udins Gunst irgendwie freigeschaltet. Dann zu gehen ist ein weiser Entschluss. Musste ich halt wieder zurück. Und ja, er da hinten hat mir dann noch eine Quest gegeben. Dass ich mich hier nochmal bei Odin, beziehungsweise bei seinem, keine Ahnung, irgendeine bucklige Verwandtschaft, glaube ich, hier melden soll. Ist zwar Heimdall, Heimdall ist ja eigentlich der den Bifrost bewacht, deswegen keine Ahnung. Schlecht, sterbliches Wesen. Also mit dem habe ich halt auch noch nicht gesprochen. Ihr habt euch ein ums andere Mal als würdig erwiesen. Ihr seid ohne Zweifel der Richtige, um Odins Armee in der letzten Schlacht anzuführen. Aber zunächst müsst ihr das Gjallarhorn in euren Besitz bringen, um damit unseren Verbündeten mitzuteilen, dass das Ende der Zeit naht. König Svergan Sturmmantel war der letzte lebende Hüter des Horns. Sucht seinen Geist auf dem Feld der gefallenen Könige in Sturmheim auf, fragt ihn nach dem Horn. Aha. Der Kampf wird ewig. Ja, keine Ahnung, ob wir das jetzt so halt machen, weiß ich halt noch nicht. Ja, mit ihm hier und den legendären Waffen, ich bin natürlich auch doof. Wir können natürlich hier ein Schild und eine Einhandwaffe kaufen. Da hinten ist ja so ein Händler und der verkauft ja Zeugs. Das habe ich auch gemacht, ich weiß noch nicht, wo es ist, da. Hier, da unten liegt alles parat. Ich weiß aber auch noch nicht, wann ich das halt mache. Das heute sehr wahrscheinlich nicht. Ich müsste mir erst nochmal die Skillung angucken, meine jetzige Skillung mir irgendwie merken und pipapo. Deswegen warten wir da halt auch noch ein bisschen mit. Vielleicht in der nächsten Woche oder halt irgendwie zwischendurch. Mal gucken. Also mich würde es ja auch interessieren, wie es halt als Dev-Krieger sich eventuell spielt. Weil hab jetzt halt noch ein paar andere Charaktere hier mit Level 100 mal hier so ein bisschen die ja im Prinzip diese Klassenquest halt gemacht. Weiß noch nicht, also von der ganzen Story her fand ich bisher den Schaman sehr, sehr interessant. Der war wirklich cool gewesen. Da habe ich mich ein bisschen drüber geärgert, dass ich den nicht irgendwie aufgenommen habe. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte eigentlich wieder zurück zum Hochberg. Hup. Ja. Weil Hochberg, da müssen wir ja noch ein bisschen weitermachen. So, gelandet Zimmer, wunderbar.
Orkin Eisenstier am Klippenrand. Okay. Das ist wo genau? Läuterreim, Hexenwald. Achso, da müssen wir auch noch hin. Ach Gott, ja. Ach doch, das ist ja da. Ich bin ja auch doof. Können wir da hinfliegen? Da hatten wir doch. Hatten wir da nicht einen Flugpunkt? Okay, der ist noch nicht entdeckt. Na toll, zu Nessingberry kann ich ja auch gerade noch selber hinreiten. Der war ja jetzt nicht so weit weg. Gut, dann müssen wir halt dahin. Ja, also wie gesagt, also der Schamane war wirklich so von der Klassenquest her mit der coolste. Ich hatte jetzt halt noch den meinen Paladin. Halt da auch die seine Klassenquest halt machen lassen. War halt, ja. Es ging halt. Es war halt interessant, dass unter der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts halt noch ein Untergeschoss halt gibt. Das war interessant. Die Kapelle macht ja von außen so absolut gar nichts her. Ne? Und unten drunter ist halt noch ein cooler Keller mit ja, halt, das ist halt deren deren Klassenhalle für die von den Paladinen. Und ist das halt sehr cool ausgestattet. Und ja, wir haben ja dann da auch den. Ach Gott, wie heißt das doofe Schwert? Haben wir ja da auch übernommen und dürfen das jetzt führen. Aber irgendwie halt vom Design her, das ist ja ein uraltes Design. Und ja, macht halt nicht so viel her wie unsere zwei Schwerter hier. Dafür halt, ja, beim Schamanen musste man dann Thrall helfen. Und im Prinzip haben wir jetzt ja Thralls Job übernommen. Also mein. Na, super. Halt, mein Schamane hat das mehr oder weniger gemacht. Der ist jetzt da Chef vom Irdenen Ring. Hat den Doomhammer von Thrall. Shit, wie kamen wir denn da hin? Ja, und weil mein Schamane ja hier zwei Waffen braucht, bekommt er halt mit Doomhammer halt noch eine zweite Waffe immer irgendwie dazu. Halt irgendwie so eine ja, Elementarwaffe halt. Gut, wir wären dann auch nur hier hin, aber scheiße, wie sind wir, wie kommt man da hin? Wie sind wir beim letzten Mal da hochgekommen? Gut, hatten wir halt ein Navi gehabt, aber gut, das Navi habe ich ja jetzt auch. Doch da hoch? Ach, Klappe. Wie sind wir da hingekommen? Ach, hier hoch? Da so rum? Okay. Hier von der Katze runter. Ich glaube, ich werde. Na? Blob. Bevor der mich auch noch anspringt. Was ich gern noch irgendwie machen würde, wäre halt zu versuchen, irgendwie einen Todesritter halt hochzuleveln. Weil dem seine hier Klassenquest soll eigentlich auch noch sehr, sehr, sehr cool sein. Na. Okay, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Was?
Dieser geweihte Gipfel ist nur für Jäger. Kehrt um oder der Adlergeist wird euch vortragen. Was? Was ist das für ein Bullshit? Wo sind wir denn? Valshara. Was auch immer. Wir wollen ja den Adlergeist hier nicht irgendwie böse machen, deswegen reiten wir mal da weg. Und gucken, dass wir da zu diesem komischen Hexenwald kommen. Viel Reiterei für nix und wieder nix. Naja. So, dann haben wir hier den Flugpunkt erreicht. Wir müssen da runter. Was müssen wir denn hier noch läutern? Erreiche, warum auch immer. Es ist schön, euch wiederzusehen. Ihr seid einer der wenigen Fremdlinge von außerhalb des Hochbergs, der es lebend bis in diese Wälder geschafft hat. Da ich für euch gebürgt habe, erhielt der Bluttotem-Stamm von Torok den Befehl, euch nicht zu töten. Ah ja, sehr schön. Ihr habt mich vor kurzem an der Flusswindung gerettet. Kann sein. Das ist der Grund, warum ich eure Rolle als Abgesandter bei diesem Stamm unterstütze und auch der einzige Grund, warum ihr jetzt noch am Leben seid. Ich betrachte damit meine Schuld euch gegenüber als beglichen. Na danke. Ihr müsst euch dem Häuptling der Bluttotems gegenüber beweisen, bevor er mit euch sprechen wird. In diesem Wald befindet sich die Hexe des Waldes, eine Harpienmutter, die sich erst kürzlich in unserem Territorium niedergelassen hat. Wenn ihr in der Lage seid, sie zu bezwingen und ihren Leichnam den Bluttotems präsentiert, gestatten sie euch vielleicht eine Audienz bei Torok. Aha. Ich werde nie vergessen, dass ich euch mein Leben verdanke. Die Trogbar, aus deren Gewalt ihr mich befreit habt, waren ungewöhnlich aggressiv. Der Stamm aus den Höhlen hier in der Nähe scheint vom Rest getrennt zu leben. Aber das hielt die Bluttotems nicht davon ab, eine präventive Offensive zu starten und einige von ihnen gefangen zu nehmen. Durch diese Entscheidung blieb der Wald jedoch unbewacht und stand für den Einfall der Harpien offen. Eure Hilfe beim Dezimieren dieser Hexen würde von Torok nicht unbeachtet bleiben. Bringt einige Federn zurück, um ihren Tod zu beweisen. 50 Federn. Der Hofberg wird nicht fallen. Alter Falter. 50 Federn. So, wo ist denn hier... Was? Wer bist du denn? Hä? Ihr habt guten Grund, mir nicht zu vertrauen. Meine von Darkrul angeführten Cousins wurden von Machtgelüsten in den Wahnsinn getrieben. Aber ich möchte, dass ihr ein paar Nachforschungen anstellt. Ich habe das Gefühl, dass Hochberg ein schreckliches Unheil droht und Torok und sein Bluttotenstamm dafür verantwortlich sind. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann überzeugt euch an der Nordseite des Klippenrands selbst. Okay. Ich sehe den nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Dunkelsteinanführer. Oh ja. Was ist denn das hier? Ich habe kein Ziel. Weg da, Fremder. Oh, ja. Okay, wir sollten vielleicht erstmal hier helfen. Nee, der portet sich da auch gleich wieder weg. Aha. Achso, jetzt haben wir das schon hier erledigt. Und wie kommen wir da hoch? Ich will da hoch. Was auch immer. Wer wohnt hier? Hey. Kriegstreiber. Ja, so viel Geweih will ich auch haben.
Menno. Was ist das? Wo bin ich hier? Was mache ich hier überhaupt? Ich wollte eigentlich nur den Schatz bergen. Gut, ich weiß, der ist da oben drüber. Mist. Na, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal hier runter für irgendwas. Zuerst mal müssen wir uns sehr wahrscheinlich hier erst beweisen. Naja. Dann nochmal raus und gucken hier Federn und so. Und die Hexe des Waldes. Was ist doch hier? Artefakt Power, ja, ja. Die zwei unterhalten sich immer noch. So, wer bist du denn? 110 plus Riese. Slumber. Das ist aber nicht der. Das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Schreckt der mich hier? So. Ran da. Der Dicke kommt jetzt nicht hier vorbei. Warte mal. Warte mal. Moment. Moment. Mal kurz hier durch die Gegend kiten. Ach, jetzt kommt er hier wieder rum, oder was? Hier, also mit dem Schamanen von. Also mein Schamane ist immer noch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, nicht wirklich begnadet. Ich glaube, das ist Jäger, ne? Ja. Jäger haben jetzt seit neuestem irgendwie zwei Pets irgendwie dabei. Wo hier? Ah, da. Ich seh's. Da müssen wir mal hier auf schmalem Grat da mal rüber. Wieder nichts für den dicken Taubenhintern. Hurra. So, der macht das da hinten alleine. Wo finde ich denn die olle Hexe, wenn ich die halbwegs hab? Dass der hier durch die Gegend eiert, nervt mich gerade ein bisschen. Kommen wir da zu ihr hin? Ohne dem Dicken die ganze Zeit vor der Nase rumzulaufen. Ich muss mehr. Das ist zu weit entfernt. Thank you.
Federn, Federn. Bäh. Wie weit kommt denn der Dicke hier? Wen hat er da am Wickel? Paladin. Jo. Halt. Da kann man was mitnehmen. Wir sind natürlich hier wieder sehr, sehr, sehr mutig, indem wir ihm da weitestgehend aus dem Weg gehen. So, wo ist denn... Was ist denn das hier? Ein Ei. Mist. Das Ei ist weg. Die Tante ist auch noch nicht hier am Start. Gut. Was ist denn das? Krieger. Mhm. Die doofe Hexe war doch hier. Holtbar. Oder habe ich mich da verguckt? Was war denn hier? Blöpp. Ich wollte doch zur Hexe. Dir wollte ich doch gar nichts. So, was haben wir denn hier? Blöden Elch hier. Ich brauche ein Ziel. So, sammel, sammel, sammel. Ja, bleib du mal da hinten. So, hier machen wir noch ein bisschen kaputt. Oh, der kommt aber auch hier echt sehr dicht an alles ran. Doch hier nur in Frieden questen. Na, spring mal. So, wir brauchen noch 5 Federn. Reißen wir das Fleisch von euren Knochen! Vielleicht hat die ja noch welche bei. Die will mich hier rösten. Da haben wir genug Federn gesammelt. Wunderbar. Wir bräuchten aber vielleicht noch einen Mob. Zählen doch hoffentlich auch. Ja, die zählen, aber dann brauchen wir noch einen Mob. Ich muss nur. Ja, ich weiß. Wir machen das aber noch gerade zu Ende.
Dann haben wir das auch abgeschlossen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir auch Schluss mit der Folge und geben in der nächsten hier die drei Quests ab. Bis dahin.